Moin Leute, herzlich willkommen zu einer zweiten Folge vom Fernbus Simulator. Wir sind hier unterwegs auf der Route von Berlin nach Dresden, haben jetzt noch knappe 120 Kilometer vor uns und ja, ich bin noch ein bisschen weitergefahren, ohne dass ich es aufgenommen habe. Aber ich dachte, jetzt wo ich hier den Sonnenaufgang entgegenfahre, das sieht einfach so hammermäßig gut aus. Das muss ich euch einfach mal gezeigt haben, falls ihr das noch nicht selber im Spiel mal gesehen habt, falls ihr die Spiel spielt. Also das finde ich faszinierend, wie schön das gemacht ist. Wirklich genial. Ja, erst mal herzlich willkommen zurück. Schön, dass du heute auch wieder mit am Start bist. Ja, wir begeben uns jetzt die restlichen Kilometer Richtung Dresden. Hier bei dem wunderschönen Sonnenaufgang. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge vom Fernbus Simulator gefallen. Hier wieder an der Ampel, kurz vor Dresden. Ein bisschen haben wir dann doch noch, aber da vorne müssen wir links abbiegen. Also an der übernächsten Kreuzung. auch nochmal als kleine Info. Ich produziere meistens ein bis zwei Tage, manchmal auch drei bis vier Tage im Voraus. Das ist immer mal unterschiedlich. Daher kann ich in der nächsten Folge, also wenn ihr Kommentare schreibt, direkt in der nächsten Folge meistens nicht direkt auf euren Kommentar eingehen. Beziehungsweise sofort Verbesserungsvorschläge umsetzen. Das passiert dann in einem der darauf folgenden Videos. Nur das nochmal dazu gesagt. So, jetzt bekommen die Linksabbieger erstmal wieder grün. Wir dürfen hier dann doch nochmal ein Momentchen stehen bleiben und fahren. Warten, fahren, genau. Ja, ich nehme das heute an einem Montag auf. Ja, ist so ein typischer Montag irgendwie, ne? So. Jetzt fahren wir hier direkt auf die linke Spur rüber, würde ich sagen. Dass wir da dann an der nächsten Ampel dem grünen Bulli folgen können. So. Machen wir nochmal einmal den Scheibenwischer an. Das blendet hier jetzt aber doch ganz schön stark. Ich mache hier mal so ein bisschen an der Seite. Sonnenaufgang ist dann doch etwas schöner, aber wir haben jetzt auch schon grün und können losfahren. So. Ja, ich spiele die Spiele wie Fernbus Simulator, On the Road, The Bus oder auch andere, die noch in Zukunft kommen werden. Natürlich alle mit Lenkrad, und zwar mit dem Logitech G29. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den das interessiert. So. Jetzt haben wir noch genau 99 Kilometer auf der Uhr. Und von der Zeit her, denke ich, sieht das fantastisch aus, dass wir da pünktlich am Ziel ankommen. So, ich hatte jetzt in der letzten Folge schon so gedacht, boah, das ist aber ganz schön dunkel, man sieht kaum was. Nächstes Mal muss das mal im Hellen aufnehmen. Aber jetzt hier mit dem Sonnenaufgang wird es dann ja doch etwas heller. Und ja, wir sehen halt auch nochmal diesen wunderschönen Sonnenaufgang. Also, der fasziniert mich auch jetzt noch. Also wirklich wunderschön. Ich könnte sowas auch mal öfters geben. Aber ich glaube, dafür müsste ich auch ein bisschen mehr aufstehen. Zumindest am Wochenende. Um sowas sehen zu können. So. Na, wer hustet denn da hinten? Gute Besserung.
Wir fahren immer auf die rechte Spur, falls schnellere Fahrzeuge uns überholen wollen. Eieiei. Das war jetzt schon etwas knapp. So. Ausnahmsweise nicht mein Telefon. So. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich da mal eine Zeit lang nichts direkt von mir gebe. Ja, ihr wisst ja, ich bin jetzt gerade mal so knapp einen Monat mit YouTube am Start und muss mich da einfach noch so ein bisschen dran gewöhnen. Bisschen lockerer, offener werden, da in den Videos zu sprechen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch noch was wird. So, da im Hintergrund haben wir schon mal so leichte Berge, würde ich mal so schon fast behaupten. Nicht nur Flachland. Sehr, sehr schick. In der Ferne sehen wir auch jede Menge Windräder. Bei uns hier in der Umgebung haben sie letztens noch eins gebaut. Also das ist ja schon wirklich sehr, sehr interessant, wie so ein Teil da aufgebaut wird. Mit den ganzen Krähen, die da noch beistehen, das ist einfach gigantisch. Da bin ich tatsächlich auch mal hingefahren, um mir das mal anzuschauen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, aus der Ferne ein bisschen zuzuschauen, wenn sowas aufgebaut wird. Super interessant, auch vor allem die Maschinen, die dafür genutzt werden. Das lohnt sich, wenn man sich da halt, wie gesagt, so ein bisschen für interessiert. So, hier bergab bremsen ab, das ist schlecht. Ich wollte so ein bisschen den Schwung noch mitnehmen. Ja. So viel zu dem Thema. Immer langsamer hier. Aber der Bus, der hat die Kraft, auch hier am Berg noch gut Geschwindigkeit aufzubauen. Beziehungsweise genug Kraft, um hier auch ohne Schwung hochzukommen. So. Vorne dürfen wir dann gleich nochmal links abbiegen. Dann dürften wir auch schon kurz vor der Stadtgrenze sein. So. Ah, bleiben wir direkt mal hier auf der linken Spur. Hier blendet die Sonne jetzt ganz schön. Aber ich habe jetzt gerade die Taste mal wieder nicht im Kopf, wo hier im Fernbus-Simulator das Sonnenrollo ist. Aber ich denke, das überstehen wir jetzt auch noch, diese 30 Kilometer knapp. Aber es fängt hier wieder ein bisschen an zu schneien bzw. zu regnen. Den Scheibenwischer sollten wir also auch wieder anmachen. Wer von euch hat denn hier so einen Flixbus bzw. Fernbus schon mal benutzt? Könnt gerne mal die Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, in die Kommentare schreiben. Ich selber habe es tatsächlich noch nicht
geschafft, mit dem Fernbus wegzufahren. Fahren wir hier mal hinter den LKW, können die Autos links an uns vorbei. Sind dann wahrscheinlich ein bisschen schneller unterwegs. So. Da hinten sehe ich doch schon ein paar Häuser. Das dürfte auch dann schon die Stadt Dresden sein. Hier soll angeblich ein Blitzer stehen. Habe ich tatsächlich jetzt nicht drauf geachtet, ob der hier an der Straße steht oder so auf der Autobahn. Ich weiß es nicht. So, das nehmen wir noch mit. Das war definitiv noch gelb. So. Da klingelt schon wieder ein Handy. Das hört sich fast so an wie so damals bei diesen ganz alten Handys, so diese Klingeltöne, diese Standardklingeltöne. Gut, die kann man heute natürlich auch noch auswählen, aber solche Sounds erinnern mich dann halt immer so ein bisschen an früher, die ersten Handys, die man da so hatte. Da hatte man dann ja nicht so viel Auswahl, da war sowas dann halt ein Standardklingelton. So. Ja. Ist 50, dann fahren wir links oder bleiben wir hier? Na, wir bleiben hier. Ich vermute auch fast, dass das hier links und links auf die Spur ist. Ja, genau, die Ampel da. Nach links ist ja auch noch rot. So. Jetzt ist unser Rot. Fantastisch. So. Dann sind wir hier in Dresden angekommen. Der Hauptbahnhof sein, oder? Wie sieht der in Dresden aus? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das irgendwas mit der Bahn zu tun hat. So, da bekommen wir grün. Das Taxi fährt los. Dem folgen wir doch mal. Bleiben wir erstmal auf dieser Spur hier. So. Da sollten wir nochmal bremsen. Jetzt gucken wir hier mal links auf das Gebäude drauf. Was ist das ja? Ah ja. BD. Na gut. Aus lizenztechnischen Gründen sicherlich. Aber das wird dann wohl der Hauptbahnhof sein. Da habe ich gar nicht mal so falsch. So. Ja, dann sind wir jetzt gleich hier angekommen. Lass gerne auch nochmal hier ein Like, Kommentar oder Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und könnt auch gerne nochmal dazu abgeben, wie der Sound jetzt hier in dieser Folge war. Ob das so in Ordnung ist oder ja, noch ein bisschen fein eingestellt werden muss, was lauter, was leiser soll. Das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich muss da noch so ein bisschen hin und her probieren. So. Hier kommen wir jetzt nur schleppen voran, die letzten Kilometer. Jetzt gleich ist 8.40 Uhr, aber das sollten wir locker schaffen. Weit ist es ja wirklich nicht mehr. So, da vorne links um die Ecke. Und glaube ich, sind wir da. So. Dann will ich hier schon mal auf die Linksabbiegerspur wechseln. So. Wunderbar.
Na komm. Ja, wahrscheinlich kriegen jetzt erst die anderen Grün, bevor wir es bekommen. Nee. Oh, das finde ich jetzt spitze. Wenn er jetzt noch losfährt, wäre das sehr gut. Das hat er in dem Moment dann auch getan. So. Dann hier einmal links. Einmal hier um die Kurve. Nochmal links abbiegen. Und dann sind wir schon da. Und guck mal, das ist doch hier wieder der Hauptbahnhof, oder? Sind wir da jetzt einmal so drum rumgefahren? Sieht so danach aus, jawohl. So, dann parken wir hier rechts. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Ja, ganz deiner Meinung. So. Achso, wir sollten die Tür noch aufmachen. Dass die Passagiere auch aussteigen können. Ich gebe euch einmal das Gepäck wieder zurück. So. Ich denke, damit haben wir das hier geschafft, ne? Achso, genau, müssen wir uns jetzt hier noch ausloggen. So, das sieht doch soweit gar nicht schlecht aus. Gut, Pausen hat man nicht, viele Fahrgäste hatten wir auch nicht, das ist sehr gut. Ein Sachschaden habe ich, okay. Sicherheitsabstand nicht eingehalten, ja gut. Alles klar, aber im Großen und Ganzen, denke ich, war das ein gutes Ergebnis. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend bzw. schönen Tag, je nachdem wann ihr dieses Video schaut. Und würde mich freuen, dich beim nächsten Video wieder hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Macht es gut, bis dahin, ciao ciao.